Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt, welches da heißt The Next Big Thing. Ich weiß nicht, ob einige von euch davon schon mal gehört haben, es ist auf jeden Fall ein Point-and-Click-Adventure, also ein Genre, dem wir uns jetzt seit Deponia nicht mehr zugewandt haben. Und ich habe gedacht, es wäre mal wieder an der Zeit, mal wieder sowas in der Richtung zu machen, bevor wir komplett eingerostet sind. Vor allem, da ja inzwischen auch der dritte Deponia-Teil so langsam am Horizont erscheint. Und ich muss mal so ein bisschen weiter zurück hier, mein Mikrofon übersteuert dauernd, das ist ja auch nicht so schön. Gut, und dann erstellen wir einfach mal einen neuen Spieler. Nehmen wir einfach mal hier diesen hier, der gefällt mir ganz gut. Der Name ist natürlich klar. Ja, also hier machen wir keine Experimente und dann... Ein Passwort brauchen wir nicht, das ist Blödsinn. So, also soweit ich weiß, Schwierigkeitsgrad natürlich Mittel. Wir spielen immer auf Normal. Das bedeutet, wir haben zwar Hotspots, aber keine Hilfe. Ja, wird schon schief gehen. Was wäre denn auf schwer? Da ist alles aus, natürlich. Was ist das hier eigentlich? Dieses kleine... Naja gut, egal. Soweit ich weiß, ist The Next Big Thing in den 50er Jahren angesiedelt in Hollywood oder irgendwo da in der Gegend. Und der Clou bei der Story ist, diese ganzen Filmmonster, die wir so kennen, Dracula, Frankensteins Monster und wie sie alle heißen, die sind alle echt. Und die arbeiten alle in Hollywood und dann ist da jetzt irgendwas passiert. Ich weiß selber auch nicht besonders viel über die Story. Aber das klang damals ganz interessant, deswegen hatte ich mir das geholt und bin irgendwie nie dazu gekommen, das zu spielen. Und naja, jetzt spielen wir das halt gemeinsam. Und ich denke, ich habe jetzt auch schon lange genug gequatscht. Wir wollen ja schließlich auch was vom Spiel sehen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal OK klicken und das Ganze starten. Meine Damen und Herren, bevor wir anfangen, sollten Sie wissen, dass die Geschichte, an der Sie teilhaben werden, eine gewisse Anzahl von, na schön. Aber sagen Sie später nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Eben ist Ihre Pizza gekommen. Er lebt! Und er hat Hunger. Wie? Keine Soße? Moment mal. So beginnt die Geschichte nicht. Ach ja. Meine Damen und Herren, beginnen wir einfach am Anfang. Crimson Cow präsentiert eine Produktion der Pendulo Studios. The Next Big Thing. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Preisverleihung des diesjährigen Horrorfilmfestivals, bei der die größten Leinwandmonster um die begehrten Todesgockel wetteifern.
Es wird sicher ein spannender Wettbewerb. Treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Wir beginnen in wenigen Minuten. Was sagst du? Hast du es nicht gehört? Aber natürlich. Dann ist ja gut. Ich bin nicht taub. Das stimmt, nur dumm. Trottel. Du Irre. Dan Murray, der Chef hat uns doch beide losgeschickt, oder? Wenn du nicht mit ins Theater kommst und deinen Job Du schaffst es doch sowieso nicht alleine. Ach, wollen wir wetten? Da verlierst du. Dan Murray, ich werde in dieses Theater gehen und eine preisverdächtige Reportage machen, allein. Was, und ich soll hier im Freien sitzen, mitten im Herbst? Erfrier doch. War nicht noch irgendwo eine Decke? Dan, es war unglaublich. Wir werden den Chef um mehr Seiten bitten müssen. Ich habe so viele Leute interviewt. Fitz Randolph, Professor Fly, Crom H., Octopus Herring, Eva Morte, den Poeten, den Herrn der Nacht. Wie heißt denn noch der kleine Carlos Tri-Monster und ein Schicksal? Faszinierend. Ja, Mann, der aus... Hey, was trinkst du da? Frostschutzmittel. Dan Murray, hast du etwa hier getrunken, während ich gearbeitet habe? Jetzt reicht's. Ich schreibe die Reportage allein und wenn man dich feuert, ist es mir schnurzegal. Und wenn man mir an deinem Grab eine Schaufel reicht, werde ich dir damit noch eine verpassen. Was macht der denn da? Big Orbert. In Fitz Randolphs Büro. Merkwürdig. Oh, tatsächlich. Wir müssen da rein. Oh. Ja. Enthüllungsjournalismus pur. Komm, beweg dich. Meine Liebe, ich bin doch mehr Sportjournalist. Ruf mich, wenn er dir eine mit dem Baseballschläger verpasst. Damit begann alles für Lisselair. Sie beschloss, in Fitz Randolphs Büro zu gelangen. Ob mit oder ohne Dans Hilfe. So, und jetzt sind wir anscheinend hier endlich im eigentlichen Spiel angekommen. Das war ja schon ein sehr interessanter Einstieg und ich weiß jetzt schon, dass ich mir die Namen nicht werde merken können. So, wir sind anscheinend hier die Frau. Ich habe den Namen vergessen. Das war Dan Murray hier. Ich muss erstmal gucken. Huch. Interessant. Ich muss erstmal gucken, wie die Steuerung hier ist. Blöde Jan. Ah, okay. Mit rechts schalte ich die Befehle durch und mit links... Hi, Dan. Wie geht's? Besser als dir, meine Liebe. Ich muss hier immer so ein bisschen um mein Mikrofon rumgucken, wenn ich sehen will, was ich hier zu sagen habe. Das ist ein bisschen doof. Wenn der Chef erfährt, wer all die Interviews gemacht hat, wird er dir die Leviten lesen. Er wird es nie erfahren. Liz Allaire ist doch keine Petze, oder? Manchmal sage ich Dinge, die ich nicht sagen möchte. Wehe. Na, stell mich doch auf die Probe. Was hast du eigentlich verbrochen? Dich kennengelernt zu haben. Irgendwas musst du doch angestellt haben, damit dich der Chef von deinem geliebten Sportteil zum Gesellschaftsteil degradiert hat. Warst du betrunken? Ich trinke nie, meine Liebe. Niemals. Ich sehe schon, das ist ein sehr zuverlässiger Partner, der gute Dan Murray hier. Lisa Lea, ob ich mir das merken kann? Ja, vielleicht hat er hier jemanden verprügelt. Hast du jemanden verprügelt? Weiß ich nicht mehr. Außerdem hatte er es verdient. Hast du jemanden umgebracht? Meine Liebe, falls ich irgendwann jemanden umbringen sollte, wirst du die Erste sein, die es erfährt. Es ist mir egal, was du angestellt hast. Faszinierend. Ja, so, dann natürlich... Pass mit dem Frostschutzmittel auf. Ist nicht gut für die Gesichtshaut. Erstens ist Kürbispunsch drin und zweitens, du hast nicht zufällig Frostschutzmittel getrunken. Blödsinn. Ich hab's mir ins Gesicht geschmiert. Es war kalt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das ernst nehmen kann, was sie so erzählt. Ich muss auch sagen, dieses Spiel ist unglaublich laut. Dabei habe ich die Lautstärke schon runtergestellt. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal schnell ins Menü dann. Was mag Big Orbert in Fitz Randolphs Büro machen? Nein, unmöglich. Hast du es immer noch nicht rausgekriegt? Liz Allaire, die große Investigativjournalistin? Das ist aber ein harter Schlag. Und jetzt haben wir schon wieder jede Menge neue Optionen. Ich würde sagen, die gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Willst du Big Orberts Geschichte erfahren? Die kenne ich, du brauchst sie mir nicht. Big Orbert, besser bekannt als das Geschöpf, mittels Elektroschock wieder zum Leben erweckt, zusammengepflegt aus der Leiche eines Bodybuilders und des Gehirns eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Er entwirft seit 4 Jahren seine eigene Bekleidungslinie
Und Nobelpreise hat er. Medizin vor 3, Philosophie vor 2 Jahren. Vor 2 Monaten hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Und warum sollte der dann in dieses Büro einbrechen? Neuerdings gibt es so einige Monster, die merkwürdige Dinge tun, findest du nicht? Ugly Frankie Stanky verschwand vor 3 Tagen zur Gesichts-OP. Jetzt ist er 10 Jahre hässlicher. Der hat immer eine schnippische Bemerkung auf Lager. Das ist mir irgendwie sympathisch, obwohl der Kerl ja eigentlich ein Blödmann ist. Aber du sag mal, findest du nicht... Das mit Big Albert könnte der Kuh schlechthin werden. Klügster Kopf der Welt auf frischer Tat ertappt. Dümmste Journalistin des Quill berichtet exklusiv. Du verstehst dich mit einer Menge Leute, nicht wahr? Die Plätze sind alle vergeben. Versuch's nächste Saison. Blöde Jan. Irre. Worüber haben wir gesprochen? Ach ja, erfriere doch. Sind so richtig freundliche Kollegen hier. Ich bin sicher, die arbeiten gerne zusammen. So, was haben wir denn hier noch so? Wir hätten da den Kofferraum. Die Kühlerhaube. Und dann könnten wir zur Villa gehen. Als Kind bin ich mal mit dem Kopf unter die Kühlerhaube von Papas Auto geraten. Anne-Marie, meine kluge Schwester, war Tarzan. Und Queenie, meine schöne Schwester, war Jane. Ich war Cheetah. Und der Wagen das Krokodil. Das erklärt einiges. Ich will nicht mit dem Krokodil spielen. Ja, gut. Also der Kofferraum, ja? Wer weiß, was Dan damit sich rumfährt. Mach doch mal auf und guck rein. Dan, was hast du im Kofferraum? Für dich? Ungewissheit. Kein Deut, weil ich ihn gar nicht öffnen will. Besser für dich, weil ich es dir auch nicht erlaubt hätte. Na, in dem Fall sind wir doch alle glücklich. Wunschlos glücklich. Gut. Gut. Dieses Spiel ist übrigens von den Machern der Runaway-Reihe, falls das dem einen oder anderen von euch irgendwas sagt. Und ich scheint so, ich gucke gerade mal, ob irgendwie die Hotspots... Oh. Pausieren können wir. Wo sind denn die Hotspots? Tab ist Inventar. Okay. Es bleiben knapp 5 Minuten Aufnahmezeit. Die werde ich brauchen, falls ich Big Orba zu einem Geständnis bewegen kann. Aha, aha, aha. Hier ist der Presseausweis. Ohne ihn hätte ich weder zur Preisverleihung noch zur Party Zutritt gehabt. So, aber wo sind die Hotspots? Okay, also ich hoffe einfach mal, dass wir das nicht extra immer da oben anklicken müssen. Obwohl ich will ja sowieso versuchen, nach Möglichkeit Fitzrandos Büro betreten. Ich will ja sowieso versuchen... Oh, guck mal, was uns hier alles erwartet. So, jetzt aber. Ich will ja sowieso versuchen, das Ganze nach Möglichkeit hier ohne Hilfsmittel zu schaffen. Aber ich kenne mich genau. Das wird letztendlich dann sowieso wieder nichts. Oh, ist aber eine schöne Villa. Was ist denn das hier unten? Ein Roboter. Er hat eine Säge in der Hand. Wie ungünstig. Ausgesprochen ungünstig, würde ich sagen. Vielleicht können wir mit ihm reden. Na, Kleiner? Ich wusste, dass du kommst. Nimm mich mit. Wohin denn? Auf die andere Seite. Zu meiner letzten Ruhestätte. Zum ewigen Frieden. Auf keinen Fall. Niemals beim ersten Treffen. Bist du nicht mein Sensenmann? Die Kahle? Die Ruhebringende? Die Seelensaugerin? Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Einen Typen mit Schluck auf, der noch auf der Party ist. Etwas älter schon. Ich bin Liz. Und du? Phil, meine Stunde ist nicht gekommen. Sie kommt nicht. Der erinnert mich irgendwie an diesen Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis. Ich habe es leider vergessen, wie der heißt. Aber du, Phil, sag mal... Hast du Big Albert gesehen? Ich habe Dinge gesehen, die du niemals glauben würdest. Ich habe jenseits der Mauern Büsche wachsen sehen. Ich habe in der Dunkelheit bei der Tür zur Villa Glühwürmchen leuchten sehen. All diese Momente,
werden verloren sein. In der Zeit. Aber Big Albert habe ich nicht gesehen. Nein. Das war ja wohl mal so definitiv eine Blade Runner-Anspielung. Das Spiel stockt bei mir zwischendurch immer mal wieder. Also Ton setzt aus. Ich frage mich, ob das in der Aufnahme dann auch ist. Sonst muss ich wahrscheinlich wieder jede Menge Synchronisationsarbeit leisten, dann, wenn ich die beiden Tonspuren hier zusammenschließe. Aber genug über Let's Play-Aufnahmen. Sprechen wir über dich. Wir kennen uns noch nicht. Was machst du so? Ich entblättere die Marguerite der Existenz. Ich kratze ab. Ich kratze nicht ab. Ich kratze ab. Ich kratze nicht ab. Ich kratze ab. Das ist ja das Highlight jeder Party, dieser Junge. Und woran arbeitest du, während du die Marguerite der Existenz entblätterst? Ich bin Gärtner. Ich pflanze, gieße und stutze die Hecke mit der Säge. Ich beobachte, wie alles unter dem unerbittlichen Gewicht der Zeit verblüht. Aha, aber sag mal... Was liegt denn hinter dieser Tür? Mein kleiner Geräteraum. Mein Gewächshaus. Mein Tal der Tränen. Willst du es sehen? Beim ersten Treffen nie. Verwirrend. Was machst du hier so erstarrt? Das bin ich nicht. Ich schleppe mich dem unvermeidlichen, bitteren Ende entgegen. Und was machst du hier, außer dich dem unvermeidlichen, bitteren Ende entgegenzuschleppen? Viele Betrunkene unterwegs. Sie zertrampeln den Rasen. Hohle Männer, die auf der toten Erde Lilien zerdrücken. Es tut mir leid, das gibt keine Schlagzeilen. Du, sag mal, Phil, wenn ich dich so angucke, würde ich ja mal fragen... Bist du traurig? Traurigkeit ist die wahre Bezeichnung von dem, was du Leben nennst. Naja, wir reden später weiter. Falls wir vorher nicht den Löffel abgeben. Mein Gott, wenn ich diesem Phil zuhöre, dem Phil-Botter hier, da werde ich ja selber ganz depressiv. So, was haben wir hier denn noch? Wir haben hier noch diese Hundehütte. Hier ist das Fenster, durch das wir rein müssen. Da wird uns der Phil aber wahrscheinlich nicht so ohne weiteres reinlassen. Wir könnten direkt in die Villa gehen. Aber ich muss mir erstmal die Hütte angucken. Da drinnen ist Tobi 3, das Haustier von Fitz Randolphs Villa. Tobi 3? Den will ich mal sehen. Zeig doch mal her. Was für eine Laune hat der denn? Ich wollte ihn schon streicheln, aber lieber nicht. Dann halt nicht. Da hinten ist das Theater, da geht's zum Wagen. Es ist riesig, aber während der Preisverleihung war es rappelvoll. Wir könnten in die Villa, wir könnten ins Theater. Ich glaube, hier rechts geht's auch noch weiter. Und ansonsten versuchen wir gleich erstmal in das Fenster einzusteigen. Gott, ist das eine riesige Villa hier, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Es gehört zu Fitz Randolphs Büro. Big Albert ist da eingedrungen. Gucken wir einfach mal, ob es vielleicht so einfach ist. Da kann ich nicht einsteigen. So wie ich Big Albert gesehen habe, könnte mich jemand anderes sehen. Oh, buhu. Na gut. Gehen wir mal direkt in die Villa rein. Vielleicht können wir ja von der anderen Seite aus in das Büro.